Servus, hier ist der Stefan, euer Internam-Videoblogger. Ich bin heute zu Gast in Niederösterreich und wie ihr schon erkennen könnt, hinter mir, da ist eine Internam-Tür und in dem Haus wohnt der Harald. Der Harald hat das Haus vor 2 Jahren gebaut, also ein Neubau, und die Internam-Fenster sind dann 2017 und zwar im Dezember eingebaut worden. Er hat nicht nur Fenster, sondern auch Türen von Internam. Und wie das Ganze ausschaut und wie zufrieden er damit ist, schauen wir uns jetzt wieder mal an. Also, los geht's! Ja, freut mich heute hier sein zu dürfen. Also, es ist, wie man sieht, es ist ein Neubau. Ja, genau. Vor 2 Jahren habt ihr angefangen zu bauen. Ja. Und im Dezember 2017 sind dann die Internam-Fenster dazugekommen. Genau. Genau. Also wann habt ihr euch wirklich für Internam entschieden und was war der Grund für die Entscheidung? Also Start war September 2017. Wir haben sie Dreivierteljahr, halbes Jahr vorher, bevor wir gestartet haben, die Kostenvorschläge eingeholt. Und wir waren dann beim Herrn Gomoso Michael und da war ein Schauraum in Amstetten. Und da haben uns die KF500 sehr zugesagt, muss ich sagen, durchs Flächenbündige. Und wir haben sich auch andere Fenster angeschaut, aber uns hat es immer wieder zurückgezogen zu den Internam, zu der KF500, da waren wir sehr begeistert, muss ich sagen. Okay, was begeistert dich denn generell an der Marke Internam? Mich begeistert einmal bei den Fenstern die KF500, dass die flächenbündig sind. Das begeistert mich sehr, muss ich sagen, es schaut auch sehr edel aus. Und ja, es hat alles super zusammengestimmt, alleine mit den Raffstores, mit den Rollos, die Farbe natürlich, ja. Und auch der U-Wert, das muss ich sagen, hat alles super funktioniert und ja. Und die Zusammenarbeit dann mit dem internen Vertriebspartner? Hat super funktioniert. Ich kenne den Komoso Michael schon lange und er war sehr dahinter, hat auch oft angerufen, war sogar mal auf der Baustelle und hat nachgeschaut, ob alles funktioniert und passt. Und es hat alles super funktioniert, muss ich sagen. Also war sehr zufrieden. War alles super. Alleine, ich habe mir die Befürchtung gehabt wegen der Masse oder so, weil sich durch den Rohbau immer was ändert oder so. Aber durch die Naturmasse, das hat alles super funktioniert, hat alles gepasst, muss ich sagen. Super. Also würdest du ein Internam Fenster oder Türen weiterempfehlen? Ja, also ich habe es auch gemacht beim Nachbarn, wir es auch weiterhin machen. Bin sehr zufrieden. Ich sage mal so, man empfiehlt auch noch weiter, wenn es passt und alles. Und das werde ich auch machen, muss ich sagen. Bin sehr zufrieden, ja. Also ich habe Internam, war sehr begeistert. Ich komme selber vom Bau, habe mitgeholfen beim Einbauen und bin von der Marke Internam sehr begeistert. Super Produkt, hat alles super funktioniert, muss ich sagen. Weiterhin so. So, mein Besuch neigt sich wieder am Ende zu. Ich muss sagen, ein sehr schönes Haus, ein toller Neubau. Und das Spannende daran war, dass Harald aber wirklich sehr viel selbst gemacht hat. So waren zum Beispiel die Fenster in 2 Tagen komplett eingebaut. Und er hat nicht nur Fenster, sondern auch die Türen passen sehr gut zum gesamten Haus. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Also, auf zum nächsten Durchstopp. Bis dann. Tschüss.